Hallo, wir übernehmen die Nachrichten weiter von der verehrten Dame. Paul Schulz mit seinem Statement zum Klimawandel. Da dieser Klimawandel auch sehr stark Italien betrifft, werden die Italiener ihr Statement dazu abgeben. Se condannato alla reclusione per un massimo di 2 anni, il tribunale può anche pronunciare una pena detentiva senza esecuzione. In tal caso, la pena è sospesa in libertà vigilata. Nello specifico, questo significa che il condannato non deve andare in prigione. So, da haben Sie es von den Italienern nochmal gehört, aber wir kommen was live rein. Was sagst du, Thorsten? Wir haben die Live-Italienerin-Richterin hier, ich werde da hingehen. Was sagen Sie zum Klimawandel? Il Klimawandel non è giusto, non è buono, non è vero. Diese Bürgerin ist sehr verängstigt von dem Klimawandel. Sie haben diese italienischen Nachrichten jetzt bekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Ihr L'attore Alec Baldwin ha promesso il suo sostegno dopo l'incidente fatale durante le riprese della famiglia della Camera Woman. Non ci sono parole per esprimere lo shock e la tristezza. Vielen Dank.